Herzlich willkommen zur 10. Folge hier in der Bildergalerie. Wir spielen RimWorld. Ich lasse gleich mal weiterlaufen und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben ja den ungesunden Schlafrhythmus. Das ist okay, wir brauchen unbedingt Nahrungsmittel. Morgen werden die Kartoffeln geerntet. 94% scheint mir gut. Da werden wir doch mal zuschlagen. Ja, ja, ja. Alles weg. Ja, genau. Zack, zack. So viel dazu. Alles schläft. Hervorragend. Wie geht's dir? Schläft. Hat Sex. Sehr gut. Das ist immer schön. Das baut nämlich die Moral auf. Und wenn wir morgen nämlich dann nichts zu essen finden, also einige von uns, dann könnte das... Tine, schläfst du noch? Ja. Zu Unmut führen. Aber das klappt. Wird direkt Essen hergestellt. Und ich habe eine Idee, weil Miki so lange krank war und er schläft schon wieder. Ich hätte gerne etwas wie eine Krankenstation. Und das könnte man mal angehen. Während hier schön weiter geerntet. Was ist denn jetzt los? Warte mal kurz, nachts arbeiten. Das ist einfach ungesund. Das kann so nicht weitergehen. Das geht weiter. Thema Holz. Ach, man könnte auch mal die Fußböden ausbessern. Das wäre natürlich auch mal schau. Vor allem hier im Hauptraum. Habe ich irgendwelche Steine? Eisen? Was haben wir hier? Silber, okay. Schieferblöcke, Marmorblöcke. Könnt ihr ja mal krass Marmor auslegen. Und Marmor kriege ich doch aus diesen Dingern. Granit. Also nicht. Stahl. Marmor. Sollte man auf dem Friedhof die... Bin nicht überzeugt. Mit einer halben Geschwindigkeit weiter jetzt. Nase. Ha! Kätzchen. Naja. Ja, ja. Du musst ja auch was essen. So, hier wird schön angebaut. Und dann bauen wir wenigstens mal irgendwas. Auch wenn das wahrscheinlich nie das cleverste ist. Gerade während dieser Halbhungerphase. Ich brauche eindeutig mehr zu futtern. Na, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch mal was gesehen. Schlachtbank. Nee? Nee. Natürlich nie. Produktion. Strom, diverses. Nee. Sicherheit. Stahlfalle, Sandsäcke. Sandsäcke wären mal ganz gut. Platte. Nee. Spannung auch nie. Denn dann wärst du hier. Ist es aber nicht. Also ich suche den Werkzeugtisch. Werkzeugschrank. Finde ihn aber nicht. Werkzeugschrank. Nö. Strom. Diverses. War ich doch schon. Nicht überraschen. Raumschiff. Tja. Zone. Nö. Ich lasse zumindest mal weiterlaufen. Ich finde das schon. Wie sieht's mit Essen aus? 3 ist okay. Der Fernseher wird zu langsam. Der Fernseher wird zu langsam. Moment, Geräusche. Arbeitsrausch immer noch. Wenig Nahrung. Wissen wir. Wird aber gerade geändert. So, und unterdessen wächst hier der Reisrand. Das ist gut. Das ist sogar noch besser. Mais dauert ja ewig. Hat wahrscheinlich aber auch eine höhere... möglicherweise ja, mehr Ausbeute. Sollte ich immer... So eine Reise ist eigentlich viel besser. Es lässt sich viel einfacher machen. Auch mal ein bisschen Abwechslung, hm? Ich baue hier mal eine große Anbauzone. Und da bauen wir an. Erdbeeren. Nee. Mindestens Fähigkeit 5. Wahrscheinlich haben wir die einfach noch gar nicht. Reis. Heilwurzel. Auch nicht schlecht. Könnte man mal nebenbei machen. Psychoid, Rauchblatt. Naja, Drogen brauchen wir jetzt noch nicht. Tja, Mais, Kartoffeln, das kann man glaube ich nie essen, oder? Soll ich mal Informationen an, Beschreibung, Nährwert 20, Wachstumsdauer 7. Ah, für Tiere. Aber hier hatten wir, sehe ich gerade mal Nährwert.
Und da kann ich natürlich mal bei Mais gucken. Nährwert 30. Der Reis hat 0,18. Hm. Also ist der Mais schon mal... Die Kartoffel hat 0,20. Ja, okay, dann ist es wie erwartet. Der Mais hat den höheren Nährwert insgesamt. Ist auch nicht viel, weiß nicht. Auf einer von 20 zu 30%. Ist schon okay. Der Reis, der... nee, das sind Kartoffeln. Kartoffeln sind natürlich auch eine ganze Menge. Wie viel habe ich denn jetzt davon und wo zum... Achso, das wird gar nicht erst eingelagert. Jagen wollten wir ja auch nochmal. Jetzt baue ich erstmal die Marmorplatten. Marmorplatten, Boden, Böden. Ich hätte gerne Platten aus Sandstein. Platte aus Marmor. Zu wenig. Achso, Marmor, ja, aus den Dingern. Ja, im schlimmsten Fall Granit. Granitboden könnte man hier zumindest abbauen. Was ist das da? Schiefer. Ja, hätte ich schon ein bisschen geiler, will ich es da haben. Marmorblöcke und Schiefer. Granit habe ich gar keinen. Was ist das? Kalkstein. Stahl. Sarkophagusstahl. Meine Fresse, wenn man die aufmacht, könnte bestimmt was Böses passieren. Stahlrest ist gut, Maschinenrest ist noch besser, Schiefer. Ich glaube, ich muss erstmal bei Schiefer bleiben. Denn davon gibt es genug. Stimmt. Nee, Granitbrücken. Ah, los, komm. Gibt's mal einen schönen Granit. Ist, dass ich davon zu wenig habe? Mach mal. Mal sehen, ob das jetzt nicht das Megaprojekt wird, was alles in... Genau, nehmen wir erstmal den alten Mist raus. Aber schön, wenn gebaut wird. Tine, bist du auf dem Feld? Hervorragend. Immer schön Kartoffeln anbauen. Mais wächst einfach so langsam. Schön alles zerlegen. Was kriegen wir da jetzt? Das sind ja schon Marmorblöcke. Naja. Marmor kommt dann einfach in den Kühlraum. Tine ist noch im Arbeitsrausch. Ach, na endlich tut ihr mal was für eure Entspannung. Sehr gut, sehr gut. Wie spät haben wir es denn? 14 Uhr. Megaprojekt läuft. Ist aber wirklich nie viel. Und hier mal noch so ein Ding auseinandernehmen. Stahl. Stahl gibt es hier ohne Ende. Wand aus Stahl. Krasser Scheiß. Tür aus Stahl. Oh, wäre schon praktisch, wenn man die mal so kostenlos mit abgreifen könnte. Schiefer gibt es halt genug. Sandstein. Schön. Aber nicht das, was ich brauche. Jetzt wird der Raum ja erstmal noch beschissener. Aber jetzt wieder Marmor da auszulegen, ist ja auch blöd. Marmor. 136. Was heißt in Besitz nehmen? Weiß ich nicht. So was kann schief gehen. Bin mir ganz sicher, auf dem Friedhof die Dinger abreißen. Abreißen wäre schon cool, hätte schon schönen Marmorboden dort. Ja, das mache ich auch. Das Ding reißen wir ab. Das war jetzt wieder großartig, aber völlig egal. Platte aus Marmor. Nee. Was wird denn das jetzt? Fliese. Platte. Marmor. Halt, muss ich das jetzt... Bauplatz ist bereits belegt. Reiße ich jetzt hoffentlich nicht den Scheiß weg? Nee, gut, gut, gut. Geh aus dem Weg. Muss es halt händisch sein. Aber hier will ich wieder Marmor. Großartig, großartig. Mann, Peile. So. Ganz groß gemacht. Ganz, ganz toll. Okay, jetzt aber. Platt aus Marmor. Überall Marmor. Aber inzwischen räuberst du mal das Ding leer. In der Hoffnung, dass das nicht schief geht. Mein Gott. Wie sieht es mit Futter aus? Mhm. Das müsste mal wieder auf die Jagd gegangen werden, ganz klar. Braucht noch viel mehr Futter. Ah, du bringst Marmor. Sehr gut.
dann gibt es einen schönen Marmorboden. Und dann müssen wir morgen jagen. Heute machen wir das nicht mehr. Aber morgen. Das ist zwar ganz nett mit den Kartoffeln. Die wachsen noch relativ gut. 93%. Okay, als nächstes können wir Reis machen. Ja, macht mal alles schön. Schöner Marmorboden. Sind wir wieder bei Schöner Boden 2. Aber ein Marmor-Desaster, muss man einfach sagen. Hätte ich mal vorher drüber nachdenken können. Was soll's? Ist das Ding jetzt eigentlich völlig abgeräumt? Joa, kompromisslos. Und noch keine bösen Geister. Habe ich das ja eigentlich gestoppt? Schief gebrochen. Habe ich gestoppt, ja. Alles schläft? 22 Uhr, alles schläft. Werkzeugschrank! Ha, ich flipp aus. Ach so, man muss auf das... Werkzeugschrank. Der bedient nämlich gleich zwei von den Dingern. Stellen wir schön in die Mitte. Und da arbeiten die schneller. Vielleicht baue ich ja hier noch irgendwas hin. Naja, in der Mitte ist schon gut. Gar kein Problem. Ich baue erstmal hierher. Sehr gut. Durch Zufall drauf gekommen, wie auch immer. Also, ich weiß schon wie, aber... dann doch die glückliche Fügung. 93% kann man schon ernten. Uhu, Steff. Ist nachts um 3. Musst du aufhören zu bauen. Ja, weil es halt spät ist. Ah, du willst's richtig schön haben. Keule. Ach, der hatte gleich mal was zu essen mit dabei. Naja, das ist nett. Kann man schon mal machen. Immer was zu essen dabei haben. Nie, dass du wieder eine Fressattacke kriegst, aber inzwischen sollte eigentlich alles passen. Das geht gut vorwärts und jetzt gehen wir aber was jagen. Und zwar was Größeres. Nashörner? Schlafende Nashörner. Elefanten. Elefanten will ich nicht schießen. Ich will eigentlich auch keine Nashörner schießen, aber... Hier sind nur noch 5. Hier ist die Biberpopulation. Die 2. Naja, nebenbei, so, kann ich vielleicht, ha, ernten? Nein, schade. Wenn ich das also einzeln machen soll, dann muss es halt erstmal einzeln sein. Bin ich noch drauf, ja. So, Miki, du baust das hier mal schnell fertig und jetzt, was du jetzt? Entfernt eine Bodenfläche. Nee, 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 nee. Ran an die Kanone. Und wir versuchen jetzt mal ein Nashorn zu schießen. Das kann eigentlich nur schief gehen. Ganz weit unten. Was ist das da? Transportkapselabsturz. Hier wo Victor liegt. Victor Diener, Weltraummigrant, Schock durch Schmerz. Kann ich den holen? Kann ich mit dem machen? Ausziehen kann ich ihn, aber der hat er eh schon nicht. Komm mal bitte her. Kann ich den hier irgendwie retten? Dem helfen? Rette Victor Diener. Wollen wir das machen? Den könnte man schon noch gut gebrauchen. Brauchen wir zwar noch mehr Futter, aber es wird doch mehr nebenbei gemacht. Ja, wir retten Victor Diener. Gefangen, verärgert Fraktion. Kann nicht gerettet werden, keine Betten. Kolonistenmodus, Therapie, sichere Temperatur. So eine Scheiße, braucht dringend noch ein Bett. Achso, halt, Moment. Ja. Deshalb die... bauen. Tine. Bau das Bett. Okay. Miki, du rettest Victor. Oder ist Victor tot? Mach das mal. Victor. Was haben wir hier? Metallschrott. Objekt wegtragen brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt wird er geheilt. Was hat er denn? Was hat er denn? Rechter Arm, Stich, Blut.
geblutet, ganzer Körper, extrem Blutverlust, Schnitt, 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 hat sich irgendwo böse geschnitten. Kräutermedizin oder schlechter. Gewöhnliche Medizin oder schlechter kriegst du mal. Hoffentlich ist es nie verschwendet. Stich behandelt. Ist ja erstmal extrem, das ist schlecht, na, hoffen wir mal, dass du durchkommst. Du furchst am Fernseher, damit Victor was sehen kann. Und der wird dann mal hier das Blut wegmachen. Nicht so schön. So, genau. Und ist erstmal was, neben dem blutenden Victor. Nicht so schlimm. Ach so, was wissen wir noch über den jetzt? Verweigert Gewalt und geistige Arbeit. Schrecklich, stark neurotisch, Kurzschläfer, aufreibend, Handwerk ist ja ganz gut, Tiere und kochen kann er, naja, dann wirst du halt der Koch. Das ist mal klar. Achso, bist noch nie da. Aber vielleicht hilft uns das ja mit den anderen Fraktionen. Das Thema habe ich ja, lasse ich ja jetzt noch völlig aus. Meditiert. Und ihr spielt. So, ja, ja, das ist das Problem, hier kommt nicht so viel raus. Haben wir noch genug Holz, ja. Maispflanze, boah, brauchen die lange. Reis ist gut, taugt aber nicht. Was hast du jetzt gemacht? Geputzt. Aber wir können dann mal für, naja, brauchen eine Krankenstation. Wo packe ich die hin? Und woraus baue ich die? Aus Holz? Ich baue die mal anders hin. Und zwar aus Holz. Das machen wir jetzt die Runde noch, aber eine Krankenstation brauchen wir wirklich mal. Neben den Schlafgemächern. Soll ja auch nie so weit weg sein. Ich kann die natürlich mal hier dran bauen. Krankenstation von draußen und hier durchs Lager. Naja, alles anders. Aber wir bauen sie mal. So, wir brauchen eine Tür, hier eine Tür und hier eine Tür. Das Ding wird gefällt. Holzhacken, Holzhacken, wegtragen, wegtragen, entfernen, Holzhacken, entfernen. Gut, da geht doch erstmal was. Und wir bekommen eine Krankenstation. Das muss einfach sein. Brauchen wir jetzt auch noch, dass die Typen hier nie im besten Raum aller Zeiten rumliegen müssen. Machen wir kurz langsamer. Boden, Boden, Boden. Marmor. Das ist bereits belegt. Okay, wird gemacht. Gut, dann mach das mal. Krankenstation. So, ist schon mal grundlegend fertig. Brauchen noch Licht. Licht. Möbel. Ich brauche eigentlich mehr. Schon ein bisschen mehr. Krankenstation hätte ich gern mehr Licht. Kann ich Lampen eigentlich abschalten? Strom ein Haus, ja. Also wenn niemand da ist. Wo sollen sie denn liegen? Hier. Hier. Kann man schon genug bauen. Hier inne und hier inne. Und wir brauchen noch Kabel. Allseits geliebt, ne? Wissen wir ja. Versuchen wir es mal. Und hoffen, dass uns das Zeug nie abfackelt. Geht alle ins Bett. Feierabend jetzt. Ja, noch nie ganz. Ihr wollt noch nie. Die spielt nochmal eine Runde Schach. Aber ich würde sagen, diese Folge nähert sich dem Ende. 22 Uhr. Einen Mann gerettet. Mal schauen, was uns das bringt. Ob uns das weiterbringt. Hervorragend. 0 Uhr würde ich die Folge stoppen.
Nämlich jetzt. Jetzt, wenn Steff schon wieder aufsteht. Naja, die Kurzschläfe unter sich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. In der nächsten, dann der 11. Folge von RimWorld hier in der Bildergalerie. Ciao, ciao.